Okay. Shub-Niggurat. Was? Okay, hier kommen wir nochmal raus zum Garten, aber da müssen wir tatsächlich gar nicht hin. Wir müssen ja irgendwie, oder? Warte mal, war es hier oder war es eine Etage tiefer? Was ist da drin? Okay, wir brauchen einen Schlüssel, um reinzukommen. Wir sind aber auch tatsächlich, wir sind völlig falsch, Alter. Wir sind oben im kleinen Salon. Ich kann völlig falsch gelaufen. Okay. Die zwei Pfleger hatten Jeremy immer noch nicht gefunden. Carnby nahm an, dass das gute Nachrichten waren. Emily hatte ihn an ein paar seltsame Tode in Decedo erinnert und Carnby war sich nicht sicher, wem er trauen konnte. Wir trauen hier gar niemanden, nie nicht. Damit fahren wir, glaube ich, am besten. Okay, gut, dann gehen wir mal zurück. Wobei ich jetzt tatsächlich auch nicht weiß, wie wir jetzt da einbrechen wollen. Irgendwie. Ist blockiert. Ist blockiert? Emily wird sterben müssen. Sie darf unsere Pläne nicht durchkreuzen. Ich habe ihn und Emily streiten gehört. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich mache mir keine Sorgen um den Detective. Der kennt seinen Platz. Ruhe! Oh! Oh, nö, ich hab nicht gelauscht. Alles gut. Bitte nicht. Okay, wir haben bitte nicht Störenschild. Okay. Cool. So, okay, finden wir einen anderen Weg in die Treppenhallen. Dann würde ich tatsächlich halt nochmal probieren, halt in den Wintergarten zu kommen. Das ist jetzt so der einzige Weg tatsächlich, den ich jetzt erstmal so sehe. Hier lang. Ist aber auch interessant, wann die so hinter verschlossener Türen so rummauscheln. So, okay. Können wir jetzt hier noch etwas finden? Wir waren ja schon mal hier irgendwie. Wir haben es auch mal so grob durchsucht alles. Aber gibt es jetzt irgendwas Neues? Wir haben hier diese riesengroße flüsternde Trauerweide. Unheimlich, Alter. Wie so ein Seelenbaum oder sowas. Okay. Gut. Bringt uns aber auch nicht weiter. Irgendwie, das Gewitter ist wirklich fürchterlich. So, warte mal. Hier ist, glaube ich, hier was zu. Oh, hier ist ein Zettel. Hüte unser Geheimnis. So. Mrs. Thompson, ich weiß, dass die vergangene Woche sehr anstrengend war. Angesichts dessen ist es mir wichtig, Sie daran zu erinnern, dass die Angelegenheiten des Shadows nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und Sie sollten sie auch nicht persönlich beunruhigen. Bitte fahren Sie mit Ihrer ausgezeichneten Arbeit fort und denken Sie bitte nicht über den Tod von Perosi und vor allem nicht über den Selbstmord von Cassandra Borgard nach. Das sollte Sie oder die Belegschaft nicht belasten. Ich verlasse mich auf Ihre Loyalität und baue darauf, dass Ihre enge Beziehung mit den Tabois-Geschwistern dafür sorgen wird, dass DeSettos Geheimnisse geheim bleiben. Dr. Gray. War das jetzt wirklich eine Männerstimme? Das klang eher wie so eine ältere Dame für mich. Okay, aber Dr. Gray ist quasi über die Ereignisse hier informiert. Oh, warte mal, wir können ja, stimmt, hier ist doch eine Leiter. Was? Gerade sehr unheimliche Musik. Wie viel ploppt? Hier, über die Leiter kommen wir hoch.
Ich schau mal ganz kurz hier nochmal nach. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas zusätzlich. Ich glaube, wir hatten das schon mal, dass nochmal was nachgespawnt ist an Verbrauchs-Items, sag ich's mal vorsichtig. Oder vielleicht war ich einfach auch bloß bei einem Auge blöd und hab's beim ersten Mal übersehen. Ist natürlich auch ein sehr, sehr realistisches Szenario. Wir schauen mal. Okay, gut, egal, Leiter hoch. Und dann kommen wir jetzt hier lang. Ja. Finde einen anderen Weg. Was ist denn hier los, Alter? Was sind die hier für Geräusche? Schmeißt die irgendjemand mit Bretter nach uns? So, Gruß her, Grizzly, hier vorne, wieder. Hm? So, okay. Gut, jetzt müssen wir auf die Karte schauen. Fieser Wicht! Grüß dich, hi! Schön den Klicker hier rausgehauen, ey. Ich finde den so ekelhaft, ey. Der ist so unter der Haut. Okay, gut. Jetzt können wir mal da probieren, jetzt hier lang zu kommen. Und... Aber wir kommen hier trotzdem nicht rein. Wir kommen hier nicht rein. So, dann mal hier. Ist das hier oder hier? Ich kann nicht weg. Ich habe einen Job zu erledigen. Ich kann nicht weg. So. Ah, so, stimmt. Hier hinten war ja noch der Safe. Irgendwo, ne? Da drin muss es einen Ersatzschlüssel für Dr. Grays Büro geben. Ich würde tippen fast im Safe, aber wir haben die Safe-Kombination nicht. Wir haben die Safe-Kombination nicht. Wahrscheinlich, ich würde mal tippen auf irgendein Sternzeichen-Rätsel. Rorschach. Mhm, okay. Ach, mit dem Springteufel. Mit dem schönen Springteufel zusammen. Wunderbar. Schön. Ich habe dafür nicht die Kombination. Aber vielleicht hatte sie Jeremy. Will heißen, in seinem Buch? Oder haben wir... Oder hatten wir ja, im Vertrag wird es wahrscheinlich nicht drin stehen, ne? 913? 913, ich glaube jetzt nicht dran, aber wir können es ja mal probieren. Ja, wir wissen auch nicht links oder rechts oder so, das ist alles so ein bisschen... 9, 1. Es hat geklappt. Das war's, wirklich? Ach, okay, Alter, okay. Reiner Zufall, wirklich jetzt. Da haben wir wirklich mal Glück gehabt jetzt. Cool, das ist ja geil, okay. Schlüssel zu Dr. Grays Büro. Nimm ich, ist mir egal. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren, denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen, und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Mhm. Okay, gut. Jetzt haben wir aber Zugriff zu Dr. Grays Büro. Das macht mich froh. So, okay, gut. Hier ist der Zugang. Auf geht's. So, da waren wir noch gar nicht drin in dem Raum. Dann schauen wir mal. Dr. Grays Büro. Und ich habe es ganz für mich. Schauen wir mal, was wir über den Kerl herausfinden können. So, ich schaue mich mal hier erstmal um. Ist natürlich klar, auf dem Schreibtisch ist noch was, was wir auf jeden Fall lesen müssen. So, was ist das? Cassandras Besitztümer. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt.
Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. Okay, diesen Schlüssel. Okay, gut. Ach, und wir haben Frankreich endlich gefunden. Na bitte. Sehr schön. Endlich. Wir können Frankreich wieder zurückpacken. Ein kleiner Schlüssel in Form des Landes Frankreich. La Bombe Rouge. So, und wir haben McCarrafays Piratenschatz. Okay, gut. Hier hat McCarthy mein liebstes Junges versteckt. Das ist sehr wichtig. Okay, dann nehmen wir das einfach mit. So, okay, hier ist eine Schublade offen und ein Schlüssel. Treppenhausschlüssel. Sehr gut. Den nehmen wir. Und auf der Schreibmaschine ist noch was getippt worden. Jeremys Behandlung. Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen... Ist ein viel mitlesen. ...einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden. Aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt, aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chthonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Taroeia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesen Chthonier bedroht und daher hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Ja, wir sehen jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so hieb- und stichfest ist hier. Ja. Weiß ich nicht. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Ah, alles klar. Ach, hier sind wir. Hier haben wir noch ein Foto. Der fliegende Holländer. Okay. Das wunderschöne... Okay. Ach du Scheiße, Alter. Und schon ist es ja passiert. Alter. Es ist unverhältnismäßig. Oh, krass. Okay. Dieser Wicht, hör auf damit. So, okay, zu welchem Zimmer haben wir Zugang? Wir haben Zugang zum Treppenhaus. Ah, okay, wir können jetzt nach unten weiter. Was ist denn unten? Ach, du Schande, da waren wir ja in der ganzen Ecke drin. Boah, ich bin so lost, Alter. Lost. Wo war der Globus, wo wir Frankreich jetzt reinpacken könnten?
Da, in McCarthys Zimmer. Da wird es wahrscheinlich sein mit dem Bild. Aber wo war jetzt, wo gehört Frankreich hin? Ich warte mal, da sind drei Zimmer von Abian. Das ist hier. Hier war das. Hier steht das Ding. Okay, wir müssen hoch. Und dann hier vorne rechts in die Tür rein. Und da müsste der stehen. Und wird auch nicht weniger gruselig hier immer. Den Skulpturen. So. Da ist der Globus. Detective Carnby. Schön, Sie wiederzusehen. Ist der Fall schon gelöst? Ich bin dran. Hey, Grace, geht's dir gut? Oh, ihr geht's einfach prächtig, Detective. Schnauze, du wurdest nicht gefragt. Freust du dich denn schon auf das Johannisfest, Grace? Kann's nicht erwarten. Kinder, wunderbar, oder? Was genau ist der Plan für heute Abend? Oh, nicht viel. Wir essen, trinken und dann ehren wir den Wunschbaum im Wintergarten. Der Gruselige. Der Gruselige. Warum dann die Aufregung? Heute Abend ist einfach besonders. Etwas ist anders. Wir spüren es alle. Außerdem haben wir ein paar neue Worte für das Gebet. Dank Ihres Freundes Jeremy. Sie wird kommen und die ganze Welt verändern. Und alles wird neu beginnen. Nimm sofort diese gruselige Scheiße aus dem Gesicht, Alter. Sie sollten kommen. Ja, ich glaube, du machst heute ja Gott keine Party verdammt, mehr. Verdammt, Grace! Lauf einmal nicht weg! So, okay. Lass uns Frankreich einsetzen. Zack! Und wir haben eine Karte. Karte der Karibik. Oh nein, das ist einfach nur so ein Collectible. Ach, okay. Schade, ich dachte, das wär tatsächlich ein bisschen was Story-relevanteres. So, okay, hier können wir eine Maske finden. Oh, okay, was hat Grace hier schöne gruselig gemalt? Hier brauchen wir eine Zeichnung, aber wir haben noch so eine Zeichnung. Aber ich kann nicht auswählen. Wir haben noch eine Zeichnung, war das nicht so, die da oben liegt? Ziemlich sicher. Warte, entschuldige bitte. Achso, kann ich jetzt wieder nicht zurückskippen, ne? Weil doch hier Archiv. Die. Bleibt da. Die Zeichnung. Kann ich die da nicht benutzen? Na, scheint nicht so. Okay, wenn wir damit nicht interagieren können, können wir es auch nicht hier benutzen, leider. Schade. Okay, also die Kleine hat jetzt hier noch so ein lustiges Gruseltarot gemacht. Schön. Einfach schau. Okay, gut. Dann können wir jetzt nur versuchen, irgendwie Richtung Treppenhaus zu kommen. Oh, warte mal. Schlüssel. Was ist denn hier los? Flurschlüssel, Erdgeschoss. Aha, guck mal. Behalte ich besser. Behalte ich besser. Wir wollen ja nicht, dass sie verloren geht. Habe ich jetzt ja nicht gesehen, dass er den fallen hat lassen. Muss klimper klimper seine Flasche scheppern hören und das war's. Gut, okay. Vielleicht können wir jetzt mit dem hier durch. Gruseliger Bär. So, und zwar hier hinten. Nein. Ja, er passt. Sehr cool. Oh! Oh nein! Okay. Ich würde jetzt einfach weggehen, wenn es okay ist. Oder war das jetzt... War nur verarscht jetzt oder was? Wenn ich jetzt hier nicht durch kann. Huh, okay, alles klar. So, und wenn ich... In der Meinung, hier waren wir noch nicht drin, ne? Ne. So, auf in McCarthys Zimmer. Gar nicht mal so übel. Vielleicht habe ich dem alten Säufer Unrecht getan. Also den Typ, den wir jetzt da gerade gesehen haben, auf dem Kanapee. Also okay, gut. Hier haben wir noch ein paar Kugeln. Was haben wir hier? Momente der Klarheit. Manchmal glaube ich, dass dieser Ort dafür sorgt, dass es mir schlechter geht. Dass der Shadow zu meinem Grab werden wird. Vielleicht ist es doch einfach die Pulle, wenn du ein ständig Sarg, gemacht aus angeberischer Architektur.
Ein Taj Mahal für die Betrunkenen und Deprimierten. Der Cerro hat etwas an sich. Genau wie Dr. Gray. Als würden wir alle nur vorgeben, hier zu sein, damit es uns besser geht. Aber in Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. Okay. So, Schublade. Nichts ist drin. Schade. Oh, warte mal hier. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Okay, wir brauchen anscheinend einen Schraubenzieher. Die Schrauben zu lösen. Jetzt war der Meinung, wie ein gepflegter Tritt würde das halt auch klären und regeln, aber okay. So, jetzt ist... Wahrscheinlich ist mit der Zeichnung hier hinten das Versteck gemeint, ne? Obwohl es ein etwas eher ist, eigentlich eher ein länglicher Raum. Ich meine, na, wäre jetzt ein bisschen schmaler, irgendwie würde es hinhauen, tatsächlich. Schauen wir mal. So, okay, weiter geht's. Gucken uns mal die anderen Räume an, wenn wir denn reinkommen. Aha, okay. Was haben wir hier? Nichts versteckt. Was? Okay, im Schrank ist auch nichts. Kommode können wir auch nicht ran. Können wir hier gar nichts machen, oder was? Oh, doch, hier. Eine Schatulle. Und es ist drin? Gar nichts. Okay. So, was haben wir denn hier fotografiert? Draußen. Wow, hier ist überhaupt gar nichts. Das ist ja auch schön. So, Bildern ist auch nichts. Ah, so eine afrikanischen Totenmasken. Irgendwie finde ich schon wirklich echt mega gruselig. Irgendwie könnte ich mir so jetzt nicht hinhängen. Das da weg mich dann hinlegen würde zum Schlafen, würde ich halt die ganze Zeit immer kein Auge zu machen. Kein Auge zu machen. Okay, gut. Dann schauen wir mal rein, wo der gruselige Mann herkam und... Und es ist verschlossen. Es ist verschlossen. So, was haben wir denn hier? Privat... Oh, die Bar. Ich halte das nicht mehr aus. Es muss aufhören. Okay, wir sind gleich wieder rüber geswitcht irgendwie. Das ist doch hier nicht im Haus, ne? Doch, ist der große Salon, so. Okay, wir gucken mal in der Kasse. Nimm das Geld, los, komm. Ziemlich viele 20er, wenn ich das mal so sehe, so vom Bündel her. Greif zu, Mann. So. Okay, klimperner Mixbecher. So, wunderschön angerichtete Arrangements auf den Tischen. So, ich würde mal kurz ein kleines Schlagzeug-Solo spielen. I can feel it calling. Boah, keine Sticks da. Scheiße. Vielleicht in der Kiste. Habt ihr eigentlich ein Lieblings-Schlagzeug-Solo? So in irgendwelchen Songs? Wenn ihr da überhaupt jetzt irgendwie so auf Schlagzeug steht, irgendwie. Okay. Hier ist wohl nichts. Hier ist nichts. Und da vorne kann man nicht durch, denn werden wir wohl hier reinkommen und dann sind wir auch im Treppenhaus und können direkt runtergehen und sind an der Tür, wo wir den Schlüssel haben. So, dann lasst uns mal in den Behandlungsbereich runtergehen, in den Keller. Oh Freude, oh Freude. Da wird es bestimmt total toll. Oh. Da, wo die Schnaken sind. Mal ohne Scheiß. Irgendwie, wer... ist voll mit Blut. Dieser Gullideckel. Ne? Dieser Abflussdeckel. Man sieht, er ist beiseite geschoben worden und das Blut wurde so halbdürftig, wurde weggewischt. Die machen sich mal mehr eine Platte, irgendwie das zu verstecken. Nun, das ist denen scheißegal. Was soll sein? Irgendwie der zieht, ist tot. Okay, na dann, lass uns mal... Oh, und schon die Tür sieht ja so einladend aus. So Shutter Island-Style. Hey, Boss. Okay, dann schauen wir erstmal hier rein. Zu, Gott sei Dank. So, blöde Tür. Na, sag mal. So, was gruselige Ziegenschädel, der Sündenbock. Okay, Ziegenbockmaske.
Na gut. Ich brauche den Schlüssel. Holy moly, Alter. So, also die Atmo ist gerade wesentlich dicker geworden hier. So, jetzt machen wir lesen. Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Datum 14. Juni 1930. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Hallo, schön aus 93, super, Bild mega. Des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Oh, du hast Kuchen, Marione? Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Ach ja, toll. Lobotomie, auch so ein ganz geiles Ding. So. Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen. Zieht euch mal rein, wo die Nadel durchgeht. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen, wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Also Lobotomie, finde ich, ist so eine richtig miese Kiste. Irgendwie danach bist du dann so ein sabberner Heini irgendwie. Danach ist vorbei. Dann bist du kognitiv in die Garage geschoben worden. Eine Sicherung. Sehr schön. Okay, wir haben eine Sicherung. Kein Horrorspiel ohne eine Sicherung. So, okay, eine Sicherung. Können wir die... Haben wir drin? Jetzt brauchen wir bloß an den Hebel. So. Muss da noch irgendwie erst so alles klar. Gut, wir brauchen wahrscheinlich wieder den Sicherungshebel. Einen Schlüssel. Der OP-Raum. Ah, da will ich jetzt hin. Das ist doch mein neuer Place to be hier. So ein schöner OP-Saal. Im Keller. Und hier haben wir nochmal quasi einen Teil der Röntgenaufnahmen mit dem Wurm drauf. Und die Geräusche hier noch, ey. Ist das fies. Yeah, Schubnigurat. Ziege mit den 1000 Jungen. So, hier haben wir die nächste. Okay. Das ist schon geil gemacht. Das ist schon wirklich geil gemacht. Tatsächlich war das, ja, das ganze Spiel bis dato jetzt eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, relativ entspannt so ja noch, irgendwie was den Horror angeht. Ist das der OP-Saal? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber das finde ich schon, das ist schon sehr unangenehm. Das ist schon wirklich sehr, sehr unangenehm. So, ganz kurz mal auf die Karte schauen. So, hier kommen wir jetzt rein. Aber ich möchte da nicht rein. Das ist auch keine schöne Labortür. Also OP-Tür. Einfach nur so eine scheiß hölzerne, nicht besonders sauber zu haltende Zimmertür.